InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Gut Eiderbichl war auch im heurigen November wieder Schauplatz der Dreharbeiten für die weihnachtlichen Sendungen. Mitte November wurden die Dreharbeiten von diversen Fernsehstationen beendet. Eine große Zahl an Schauspielern, Sängern und Persönlichkeiten hat sich auch heuer wieder zum Stelldichein eingefunden. Den musikalischen Teil der Sendung bestreiten Stars wie Helmut Lotti, David Hasselhoff, Uwe Kröger, Andrea Berg, Die Seher oder Hansi Hinterseher. Durch die Sendung führt unter anderem Marc Bircher. Was macht man musikalisch zu Weihnachten? Ist da Ruhezeit? Hat man Konzerte? Bereitet man sich vor? Das hängt immer davon ab. Bei mir ist es ab und zu besonders stressig. Ich bin ab und zu bei der großen Tournee dabei, Zauber der Weihnacht. Bin ich dieses Jahr nicht und deswegen ist es heuer ein bisschen ruhiger für mich und kann schon Mitte Dezember eigentlich das musikalische Jahr abschließen und habe dann immer bis Ende des Jahres Pause und dann Silvester geht es eh wieder voll los. Im nächsten Jahr ist Österreich beim Song Contest. Ist das ein Thema für Sie auch? Für mich persönlich als Sänger nicht, aber ich finde es gut, dass ein Land wie Österreich da dabei ist und ja, vielleicht schaffen wir es irgendwann zu gewinnen. Wir haben ja, glaube ich, erst einmal gewonnen. Zum ersten Mal auf Gut Eiderbichl dabei Boxerass Axel Schulz. Ich habe zwei Kinder. Die große Paulina, die erlebt das jetzt richtig, richtig bewusst mit. Die kleine Amelina, die ist jetzt 10 Monate nicht so bewusst, aber wir machen das richtig schön, wir machen das richtig kuschelig und hoffen, dass es bei uns richtig viel Schnee gibt. Feeling hier im Gut Eiderbichl, wie gefällt Ihnen das? Also ich bin das erste Mal jetzt hier. Ich habe Michael getroffen vor 2 Jahren das erste Mal und bin total begeistert. Also ich bereue schon, dass ich meine Frau mit meinen beiden Kindern jetzt nicht hier dabei habe, weil die hatten natürlich richtig Spaß, ja, weil das einfach eine tolle Sache ist. Aber ich habe schon gesagt, ich habe mich für den Sommer schon wieder angemeldet hier und komme nochmal im Sommer her. Hitparadenlegende Dieter Thomasheck hat sogar sein Pferd auf Gut Eiderbichl eingestellt. Ich ging für ihn hier ganz allein durch die Gasse. Und da lag hier bei diesem Stall oder bei dem nächsten, lag ein Pferd mit dem Kopf so auf dem Gatter und hatte die Augen geschlossen. Und es lief ja hier die Weihnachtsmusik, so ganz leise im Hintergrund. Und du merktest, der träumt gerade. Hatte die Augen zu und ich sagte, träumst du von Weihnachten? Da erschrak er, guckte mich ganz groß an und drehte sich um so, als wollte er sagen, was stellst du für dämliche Fragen, du merkst das doch. Uschi Glas ist schon seit Winnetou-Zeiten mit Pferden verbunden. Was man da gerne isst, man isst am Heiligen Abend zuerst einmal, war es bei uns zu Hause immer Tradition, immer zuerst Weißwürste, weil das Christkindl ja keine Zeit hat zum Kochen. Weißwürste am Abend? Zu 16 Uhr. Dann geht man die Christvesper, weil wir sind ja evangelisch, da geht man um 17 Uhr. Und dann geht man nach Hause und dann wächst die Spannung. Und dann gibt es vielleicht ein Glas Champagner oder sowas. Und dann gibt es die Bescherung. Und später dann gibt es natürlich ein richtiges Essen. Ist da Weihnachten eine Erholungszeit für Sie? Also eigentlich schon, obwohl man da wahnsinnig viel zu tun hat, weil man natürlich auch sehr viele Gäste hat, weil man die ganze Familie einlädt, also auch im größeren Sinne, die größere Familie auch. Aber ich finde es eigentlich immer ganz spannend und den Stress eigentlich auch ganz in Ordnung, weil ich koche auch gern und freue mich, wenn es den anderen gut gefällt. Und wenn sie jetzt schon über alle und was machst du wieder was und bitte und wir freuen uns schon so und freuen sich und mögen mein Essen gern und toll. Ohne ein bisschen Spaß geht natürlich gar nichts, meint natürlich auch Roberto Blanco. Ja, es soll ein Fest der Freude sein, wenn die Menschen das nicht kaputt machen. Es wird immer so bedächtig begangen, so still, so ruhig. Nee, das ist hier vielleicht, also das hier in manche Länder, also wo ich das hier erlebt habe, das ich vorher erzählt habe. Aber jede feiert auf seine Art. Hauptsache, er feiert und er ist glücklich. Aber meine Meinung ist, man ist glücklich, dass an Christ Geburt. Und wir feiern das. Es wird sehr oft gesagt, dass nächstes Jahr nichts passiert, die Wünsche und so weiter. Können wir nicht froh und glücklich sein, dass eigentlich relativ wenig passiert?
Ich wäre mich froh, wenn überhaupt nicht passiert. Kein Grieche, gar nichts. Man kann nicht sagen, es dieses Jahr hat es keine großen Katastrophen oder so gegeben. Doch, hat es, um Gottes Willen, keine große Katastrophe. Ja. Wo leben Sie? Aber trotzdem. Aber Sie mal, in Indonesien, überall, was da passiert, so was passiert in Haiti. Aber wünschen wir nicht zu viel immer? Nein, was wir wünschen, ist kein, das ist kein viel, das ist ein Wunsch, dass alle Menschen glücklich sind und keine, und dass der liebe Gott, alle, wie sagen wir das, ohne Krieg, ohne Katastrophe das erlebt. Aber ich möchte die armen Menschen in Haiti, sie tut mir so leid. Also meine, und ich wünsche mir für nächstes Jahr, dass sowas nicht passiert nochmal. Das ist es. Für Karl Moik ist der Auftritt auf Gut Eiderbichl beinahe ein Heimspiel. Lässt dich die Bühne nicht los? Lässt dich die Kamera nicht los? Es sind natürlich schon Dinge, die müssen mich interessieren, die müssen meinen Spaß machen. Es muss die richtige Partie beisammen sein. Okay, dann geht man mal ins Fernsehen, war jetzt in Köln draußen, habe eine Talkshow neu begonnen als Versuchskaninchen, war vor 3 Wochen mit der Deutschland 14 Tage unterwegs, mit dem Traumschiff. Das sind alles so Dinge, da verbindet man den Urlaub ein bisschen mit dem Beruflichen. Und es ist immer noch schön, wenn man die Leute unterhalten kann, man merkt, es kommt was retour und es stimmt einfach und das macht Spaß. Aber ja, nicht übertreiben. Beim ORF werden täglich Plätze frei. Also das ist, glaube ich, ein Thema, das ist für mich erledigt. Da passiert so viel und ist so viel passiert. Das war eine Geschichte in meinem Leben, die 25 oder noch länger mit dem Radio für mich interessant war. Schöne Zeit. Es war absolut eine schöne Zeit und die Dinge, die weniger schön waren, die tut man sowieso weg. Gesund bleiben ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Danke, alles Wolfgang, Gute. Wolfgang, dir auch schöne Weihnachten. Ja. Dunja Reiter, Ex-Gattin des im vorigen Jahr verstorbenen Les Humphreys, kam gerade von den Aufnahmen zu einer neuen Folge von Mord in bester Gesellschaft nach Eiderbichl. Ich habe ein Tierschutzprojekt in meiner Heimat, weil ich möchte meine Landsleute sensibilisieren, dass sie ein bisschen besser mit Tieren umgehen. Wie kann man denn als Künstlerin, hat man da viel Zeit für Tiere? Ich habe wenig Zeit, aber die Freizeit gehört Tieren. Und wir haben eine wunderbare Hundin, die haben wir aus Kroatien mitgenommen. Das ist Tara. Oh, sehr schönes Autogrammfoto auch für Tara. Ja, genau. Weil hinten ist eine Bitte für Tierschutzprojekt Kroatien, was zu spenden. Das ist diese Organisation, die ich ins Leben gerufen habe. Und es ist wichtig. Also es gibt schon ein neues Gesetz in Kroatien. Das ist sehr gut. Das ist europäische Normen. Aber es ist noch viel zu tun. Der Erfinder des Eurovision Song Contest, Musikmanager Hans Bayerlein, über die Wiederteilnahme Österreichs am Eurovision Song Wettbewerb. Ja, das ist wunderbar, dass Österreich gegönnt. Ja. Und Sie sind ja einer der großen Erfinder gewesen in seiner Zeit. Ja? Naja, der Udo Jürgens hat gewonnen, ja, nicht? Also war der einzige Deutschsprachige, der gewonnen hat. Ja? Ist es klug? Für Österreich. Für Österreich. Ist es klug, dass die Lena das zweite Mal antritt jetzt? Nein. Meiner Meinung nach, die kann machen, was sie will. Ich würde es nicht machen. Wenn ich ihr Manager wäre, würde ich sagen, überall hin, nur nicht dorthin. Michael Aufhauser, Erfinder des Paradieses für gerettete Tiere, über die Entwicklung der letzten Zeit. Das Licht ins Dunkel ist eine so geniale Idee für Kinder. Und wir haben zum Beispiel mit der Begum und mit der Mutter Renate Thyssen-Henne haben wir Programme, bei denen Kinder, die traumatisiert sind, undressierte Tiere treffen, die ihnen bei ihren Therapien Unterstützung geben. Und da merkt man erstmal, wie nah Kinder, Tiere, Natur, alte Menschen, wie das alles miteinander verwoben ist. Und wer das so in Segmente trennen möchte, man kann es schlecht sagen, ich helfe jetzt nur Afrikanern oder mir liegt mehr ein bisschen China oder so. Die Humanität darf Tiere nicht ausschließen. Und natürlich schließt sie den Menschen ein. Schließlich Mundl Karl Merkatz, der gerade jetzt im Kino mit dem zweiten Teil der Kultserie gestartet ist. Eine Heimstätte von Tieren. Ich habe selber seit den 70er Jahren Pferde. Die kann man nicht weggeben. Wenn eines stirbt nach 14, 18 Jahren,
da muss man ein zweites dazugeben, weil das eine nicht allein bleiben kann. Und die habe ich schon so lange und wir hatten Schafe, Schweine, aber mir ist die Arbeit langsam zu viel geworden, habe die Gänse weggegeben und die Enten haben den Teich zugeschüttet. Also es bedeutet doch viel Arbeit, wenn man Tiere hat. Und hier heroben habe ich schon zu Weihnachten immer wieder Lesungen gehalten für ihn. Und auch heute bin ich da, mich zu bedanken. Er hat mir gestern 80 Rosen geschickt und da bedanke ich mich heute dafür und trage ein bisschen was vor. Ja, und dann kam mit 79 Lenzen auf den Buckel J.R. Larry Hackman ins Salzburger Land. Umzingelt von einer Reportermeute gelang es dem Fiesling der Fernsehserie Dallas erst gar nicht, das Taxi zu verlassen. 15 Minuten brauchte J.R. durch die Stallungen, um in die Halle des Gut Eiderbichels vorzudringen. Und da traf er auf InsatTV-Chef Wolfgang Gabler. You like Austria very much? 6 weeks second time. I know, in about 2 months or something like that. Yeah, yeah. Es ist mein zweiter Besuch in Österreich innerhalb 6 Wochen. 1954, also vor 56 Jahren, verbrachte ich meine Flitterwochen hier. Michael Aufhauser hat mit Gut Eiderbichl etwas ganz Besonderes auf die Beine gestellt. Etwas Vergleichbares ist in den Staaten nicht zu finden. Ich bin von seiner Arbeit begeistert. Das Fest, bei dem milliardenschwere Gäste Gutes für gerettete Tiere tun können, war wirklich ein Treffen des Who is Who. Allen voran Dr. Gabriele Begum Aga Khan mit ihrer Mutter Renate Thyssen-Henne und Ernst Henne, die Dickmanns und Helmut Berger, der parallel zu Dallas im Denver Glen eine Rolle spielte. Vielen Dank für die Einladung. Es ist mein zweiter Besuch innerhalb von 6 Wochen. Vor ein paar Wochen rief mich Michael an und fragte, ob ich zu Weihnachten kommen wolle. Da musste ich natürlich nicht lange überlegen. Eine Vielzahl von Fernsehstationen und Fotoreportern bemühte sich um die besten Bilder, die besten Interviews und die besten Stories. Eins ist heute schon gewiss. Spätestens im nächsten November gibt es ein Wiedersehen auf Gut Eiderbichl.